Ja, World, passiert. Kopf hoch und jetzt mitfiebern mit dem Rest. So, los geht's. D4 Springer F6, wir wissen ja, die TPG-Anhänger, königsindische Verteidigung. Aha. Ja. Kennen unsere Pappenheimer, haben uns wochenlang auf diesen Sub-Battle vorbereitet. Alles klar. Jetzt spielt er tatsächlich königsindisch, ne? Alles klar. Ja, natürlich. Ja, sicher, das ist ja richtig Theorie hier. Kann auch noch Grünfeld werden. Jetzt noch? Ja, D5 kann er jetzt noch spielen, das stimmt. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er nicht mehr dran. Aber E3 ein bisschen zurückhaltender, der Weiße. Statt mit E4 direkt das Zentrum zu besetzen, okay. Hier arbeitet man am Vorstoß E5, muss man aber vorbereiten, vermutlich, mit Springer BD7 oder so. Das wäre mein Zug jetzt hier, Springer BD7 und E5. Sofort E5 vermute ich mal, geht hier nicht. Nee. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Grund, warum Weiß nicht E4 spielt, ja. Quasi, ne? So. Ja, aber Schwarz bereitet das vor. Haha. Im Englischen sind es auch zwei Worte, to mute. Das to ist doch nicht wirklich ein Wort. Ja, das sieht doch nach dem Königsinne aus. E5 greift das Zentrum an. Weiß hat etwas Raumvorteil durch die vorgeschobenen Bauern auf D4, C4. Und es ist ganz wichtig, das Zentrum zu attackieren. Mal gucken, wie Weiß reagiert, ob er nimmt, ob er vorzieht oder ob er die Spannung aufrechterhält. Das sind immer die drei Optionen. Er spielt B3, will auf B2 spielen. Jetzt muss man hier gleich ein bisschen aufpassen, weil jetzt kommt hier gleich Turm E8 oder Dame E7 und dann droht hier... Ja, siehst du, ja, sag doch, ja. Vorsicht jetzt. Immer die gegnerische Drohung beachten. Ja. Kann man hier machen, Läufer C2 sieht vernünftig aus. Dame C2 vielleicht? Dame C2 ginge auch, ja. Aber dann gucke ich nach Dame E7 wieder ins selbe Problem rein, sozusagen. Mhm. Ne? Nach Läufer C2 nehme ich das raus. Mhm. Okay, Dame C2. Er wehrt's ab. Immerhin Drohung gesehen. Ja. Das sieht mal relativ solide aus. Das ist jetzt der erste Zug von Schwarz, der mir nicht so gut gefällt, der nicht so richtig reinpasst, wie ich finde. Ja, aber ich verstehe, warum er ihn macht. Er will halt Läufer entwickeln. Also Läufer entwickeln, okay. Mhm. D5 nimmt die Spannung raus und gibt dem Schwarzen das Feld C5. Ich wüsste, was ich jetzt spiele als Schwarzer. Es gibt natürlich so Sachen wie... Ja, das ist schwierig hier, ne? Weil geschlossenes Zentrum, ich würde sowas wie Turm E8, Springer E8, F5 jetzt vielleicht spielen, aber ist langsam. Aber Springer C5 ist natürlich auch gut. Den muss er allerdings... Der ist halt, ja, Entschuldigung. Ja, den muss er allerdings absichern mit A5, ne? Irgendwann. Oder direkt wahrscheinlich. Weiß nicht. Ja... Okay. Kann natürlich den Läufer. Muss er ja machen. Es droht ja E4, oder Springer schlägt D3, E4. Stimmt. Ja. Hätte auch. Sag mal, hätte E4 schon. Schwarz hätte schon gewinnen können. Nee, wieso? Schwarz hätte E4 spielen können vor Springer C5. Und dann? Springer E4. Du hängst doch auf der langen Diagonale durch. Ach du Scheiße. Springer E4, Springer E4. Ach, du hast recht. Der Turm auf A1 hätte gehangen. Ja. Er hätte E4 machen können. Ja. Ich habe an E4 sogar kurz überlegt, aber ich bin heute ein bisschen langsam, Leute. Stimmt. Aber die D5 macht man die lange Diagonale auf und jetzt. Achso, man kann gar nicht ziehen, wenn die spielen, ja? Willst du dann auf den Analysemodus gehen oder sowas, ne? Dieses Mikroskop oder was es ist. Mikroskop rechts neben der Notation oben. Ja, Springer FD7. Ich hab gesagt, wir machen morgen. Ja. Was macht ihr morgen? Morgen mal so ein Auswertungsstream. Ja, ich habe doch freitags immer einen Trainingsstream und dann machen wir morgen mal ein bisschen Sub-Battle-Partien-Analyse. Oh, gut, nice. Ja, Leute, wer morgen früh dann Zeit hat von euch, die für mich mitspielen, für uns spielen, dann wisst ihr Bescheid. Geht morgen zwischen 11 und 14 oder so, oder? Nee, 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Ah, okay. Dann bei Steve einschalten und schön Analysen reinhören. Nein, was macht er denn da? Genau. Oh. Springer A6 ist ein Fehler, Leute, weil der Springer wird an den Rand gestellt und dadurch steht er jetzt bis in alle Ewigkeit extrem schlecht. Er hätte natürlich auf D3 tauschen müssen. Ja, auf A6 steht der Springer einfach jetzt komplett außer Spiel. Und das ist das Schwierige an königsindischer Verteidigung. Sobald so ein geschlossenes Zentrum entsteht, hat man Raumnachteil durch den vorgeschobenen Bauern D5. Also ein bisschen was abtauschen ist nicht schlimm. Und man muss natürlich versuchen, irgendwo die Angriffsmarken zu attackieren. Hier ist E4 die Angriffsmarke und er muss versuchen, Turm E8, F5 zu spielen. Das ist aber jetzt total in weite Ferne gerückt. C6 zum Beispiel geht gar nicht. Uff.
Erklär du mal, warum das jetzt ein schlechter Zug ist. Genau, weil man das Feld C5 wieder freigibt. Und eigentlich hatte man ziemlich gut mit seinen Bauern hier gerade beide Springer tatsächlich dominiert, die wirklich beide ziemlich dämlich in der Gegend rumstanden. Jetzt hat man dem einen zumindest wieder ein Ziel gegeben, wo der andere hingeht, ist, na gut, vielleicht tauscht man sich auf D3 und geht mit dem anderen Springer nach C5, weil man sagt, ich habe sonst keine Verwendung für den. Liebe Aber das Grüße von. Primärziel ist immer F5. Und das meine Feststellung ist, das Primärproblem der Leute ist, genau wie im abgelehnten Damengambit, ist immer dieser Läufer C8. Was macht man mit dem? Ne? Ja, Schwarz arbeitet jetzt auch nicht wirklich an dem Vorstoß F5. Er hat aber Glück, dass der Gegner freiwillig tauscht und Läufer schlägt C5 spielt. Das ist ein Ja. schlechter Tausch aus weißer Sicht. Er gibt den starken Läufer gegen einen Springer. Dadurch kommt der Springer auf D7 nach C5 und ja, verbessert sich dadurch. So einen lieben Gruß übrigens von Sebi Berti aus Frankreich, Sebastian Siebrecht an uns beide, hat in den Chat geschrieben. Ah, schönen Gruß zurück natürlich. Steve, du bist natürlich immer eine Wonne, aber ist kalt in Berlin, oder? Immer diese Mütze versteckt dein hübsches Antlitz. Grüße aus Südfrankreich. Du, ganz ehrlich, ich habe mir vorgenommen, heute diesen Zappel ohne Georgis zu machen, aber ich kann die Uhr nicht richtig lesen, beziehungsweise konnte mich nicht mehr erinnern, was ich geschrieben habe. Und deswegen ist die Dusche jetzt vorm Stream ausgefallen und deswegen habe ich eine Mütze auf. So, ich sage es ehrlich, wie es ist. Das Weil ist ich sehr zu gut, doof ja. war tatsächlich. Ja, extra vorgenommen, ich zeige heute mal, dass ich Haare habe, aber jetzt weiß man es nicht. Bist eher so wie Thorsten Sträter, der auch mal eine Mütze trägt. Kennst du Thorsten Sträter? Den Comedian? Ja, na klar, das ist der Bruder von Timo, Ja, ne? klar, das ist der Bruder von Timo, ja. Die sind War schon bei ultra. Thorsten Sträter in Berlin. Geil, ja. Legendärer Auftritt, weil das ist einer der wenigen Auftritte, über die er heute noch sagt, an die er sich erinnert, beziehungsweise nicht mehr erinnert, weil er damals ganz tolle Zahnschmerzen hatte und so eine starke Schmerztablette nehmen musste, dass er sich nicht mehr ansatzweise an viel von dem Auftritt erinnert. War ziemlich witzig tatsächlich. Kabarettist, kein Comedian, okay, Rude Zedor, ja. Lustiger Typ. Sein großer Bruder übrigens auch. Ja, Philipp. Timo ist ultra lustig. Die ähneln sich sehr, nicht nur vom Aussehen, auch so von der Art. Ja. Also ohne Witz, als ich den das erste Mal gehört habe, den Thorsten Sträter, dachte ich, das wäre Timo Sträter von der Art. Also, ne, wenn die so sprechen, von der Ja. Tonalität her und sowas und auch die Stimme sehr ähnlich. Total, total. Für diejenigen, die nicht wissen, wovon die reden, okay, Thorsten Sträter werden viele von euch kennen, der ist halt, wie gesagt, ein bekannter Kabarettist, aber es gibt einen Bruder, Timo Sträter, das ist ein Schachspieler, der ist Fidemeister, ein starker Schachspieler und den kenne ich sehr gut aus früheren Zeiten. Steve kennt ihn auch aus der Bundesliga und ja, ist total witzig irgendwie. Kenji 92, danke dir Ein für erster den. Bundesliga-Sieg. Ja, gegen Timo? Ja, Timo Ja. ist natürlich ein schönes Opfer in der Bundesliga gewesen immer. Kenji, danke für den Prime. Ja, jetzt hier, die Stellung ist besser für Weiß, weil er hat einen fairen Freibauern auf der A-Linie und der kann natürlich super laufen, während Schwarz kein Gegenspiel hat irgendwie am anderen Flügel. Der Läufer auf G7 ist eine schlechte Figur gerade. Er müsste ihn aktivieren über H6, dass er nach E3 geht. Und eventuell nach D4. Einfach den Läufer aktivieren. Ihr müsst euch immer fragen, welche Figuren stehen schlecht und wie kann ich sie verbessern. Läufer A6, wenn er auf B5 schlägt, dann wird Weiß mit dem C-Bauern nehmen und dann einen fetten Freibauern haben auf der A-Linie. Also prinzipiell steht hier Weiß besser. Oder Steve? Ja, das denke ich auch. Also es fehlt mir auch noch so ein bisschen an der Idee für Weiß, aber genau, wie du sagst, prinzipiell. Und das, du hast ja alles gesagt, was gerade in die Prinzipien rein kommt. Der Läufer auf G7 ist schlecht, der A-Bauer ist ein Freibauer und damit haben wir dann schon mal so die ganzen Pros zusammen für die Stellung. Ich befürchte, dass Weiß Turm A2 spielt, weil er AB5 wieder nehmen möchte. Ja, Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass Schwarz Oberwasser kriegen kann. Wenn er dann den Läufer irgendwie mal nach E3 kriegt oder so, dann wird es ganz schnell gefährlich für den schwarzen weißen König. Sorry. auf den schwarzen Feldern, ja. Oh, er hat es gesehen, sehr schön. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Zeitlich ungefähr gleich, die beiden. Das ist eine spannende Partie. Weiß könnte auch A5 spielen, aber der Läufer auf A6 blockt erstmal alles. Und so leicht ist er auch gar nicht zu entfernen von dort. Das heißt, ja. Also so einfach ist es auch für Weiß, nicht Fortschritte zu erzielen. Der Läufer auf F1. Ja, es gibt eine Idee, wenn Weiß Läufer E2. Ja, das ist zu passiv. Ich hätte gesagt, nach E6 bringen.
über G4, dafür müsste er aber H3 spielen oder Dame D1. Und jetzt hat Schwarz den Läufer aktiviert, das ist gut. Ja, das jetzt sollte Schwarz eigentlich genug Gegenspiel haben, wenn nicht sogar, also das könnte sogar auch schnell unangenehm werden für Weiß, ne? Turm F8, Dame G4 und auf einmal muss man so ein bisschen aufpassen. Man muss natürlich aufpassen, dass man den C7 nicht einstellt. Das sollte nicht passieren, aber. Naja, es wurde gefragt, was ist mit C6? Ich glaube, das bringt nicht viel, weil Weiß nimmt den Bauern einfach, dann muss die Dame nehmen und dann hätte Weiß Schwarz gar nichts erreicht. Vor allen Dingen bekommt dann Weiß die Möglichkeit mit Springer C3, Springer D5, den Springer auf das schöne, schön frei gewordene Feld D5 zu bringen. Also C6 bringt nichts, weil Weiß nimmt einfach und ich komme nicht weiter mit Schwarz. Turm F8. Oh, ich mache mir hier Oh, Sorgen. Oh, ja, Turm hier. F2 jetzt. Ah, ja. Hätte Turm Turm F2 hätte F2 den. hätte Material eingesammelt. Ja, hätte Qualität gewonnen. Aber die haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, ne? Unter einer Minute jetzt beide. Ja, das Das ist eine spannende wird jetzt spannend Partie. auf jeden Fall. Beide bisher noch ohne großen Fehler, muss man sagen. Also sehr konzentriert, gefällt mir. Dame F8, Dame Gute Partie, F7. gefällt mir auf jeden Fall auch. Natürlich viele strategische Fehler, aber das ist egal, ist ja normal auf dem Niveau. Aber sehr, sehr, also materiell sehr gut bisher. So, jetzt hat Weiß weniger Zeit. Hast du mittlerweile in deinem Stream irgendwelche Jugendschutzauflagen oder darf ich rauchen? Nee, Jugendschutzauflagen, also nö. Aber Rauchen ist ja nicht Oh, das verboten per Grundrein-Matt. se. Das Grundrein-Matt jetzt weiß, hat sich jetzt Oh, gerade Grundrein-Matt oh, gesetzt. oh, Dame F1 ist stimmt. Er hat es nicht gesehen. Nee, aber Bisschen kurz. Rauchen ist ja nicht verboten, glaube ich, oder? Nein, nein, ist alles gut, ist alles gut. Ich wollte nur, nein, ich will ja nicht einfach mir eine Zigarette anmachen Nee, mach ruhig. und dann. Oh. Weiß, Ja, oh, beide ignorant hier gegenüber. Chat, ihr seht's, Anderen. ne? Darunter, ne? Und das ist matt, nennt sich das. Hat er gerade nicht gesehen. Mal gucken, ob er es jetzt sieht. Nee, er sieht's nicht. Beide sehen's nicht. Wie sagt man nochmal dazu? Doppelte Schachblindheit? Doppelte Schachblindheit. Ah, jetzt gedeckt das Matt. Ja, jetzt deckt der Läufer das Matt. Nicht, dass er jetzt Dame F1 spielt, weil dann. Wo läuft er denn? Er läuft mit dem König nach vorne. Interessant. Ich weiß aber nicht wieso. Ich Alle glaube. Freunde zur Party einladen. Ja, das ist jetzt sowieso. Der C7 ist angegriffen. Schwarz müsste den C7 decken mit Turm. Was macht er denn da, König? Ach du liebe Güte. Jetzt kommt das Familienschach auf E6. Ach du liebe Güte. Wo läuft er Boah, denn ja. hin? Läufer C8 ist Aber der einziger. König Oh da. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Oh, Gott. Ja. komm schon. Yes. Yes, da ist das Ding. Also noch nicht, aber. Ja, jetzt die Das Mama weg. aber der Königsmarsch nach G5 war wild. Vor allen Dingen, er läuft immer Ja, mach weiter. Man weiter. fragt sich, was will er mit dem König da vorne? Ja, H3 wäre schon matt gewesen, gerade anstatt die Dame zu schlagen. Aber gut, wichtig ist jetzt Ja, erstmal hier. Wenn man Kleinigkeit. einen Gewinn sieht, muss man keinen besseren suchen, ne? Schwarz hätte übrigens noch Läufer C8 spielen können nach Springer C7. Dann hätte er das Feld E6 gedeckt. Ja, das ist schon eine krasse Partie hier. Matt in einem mehrmals verpasst. Oder zwei. Und stattdessen die Zwei, Dame ja, eingestellt. trotzdem. Ja, aber das war klar, ne? Mit Zeitnot ist das immer so dann am Ende, dass dann halt, ja. Turm B8 könnte man noch probieren. Ja, sieht er leider nicht. Ja, würde wahrscheinlich auch nichts bringen. Ja, kommt Zieh. Zielläufer G4, einfach nur probieren. Noch im trüben Fischen. Der Turm hängt. Turm B8 geht leider nicht. Das macht er jetzt aber ganz gut mit Weiß, finde ich. Ja. Ah, schade. Ja, Zeit abgelaufen. Schade. Ja. Schade, schade, schade. Eins, 1-1. eins, das ist ja schon mal gut.